Moin und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat November 2019. Und nachdem ich mir eben beim Thumbnail-Fotoschießen beinahe einen abgebrochen habe, mir ja meine Finger, meine Arme ein bisschen schwer geworden sind, weil dieser Berg an Büchern einfach ziemlich riesig ist, habe ich gemerkt, wie erfolgreich doch der Lesemonat für mich war. Ich habe tatsächlich 10 Bücher oder 10 Geschichten an der Zahl gelesen. Unter anderem gehört und gelesen. Und ja, möchte ich euch jetzt natürlich vorstellen, was da alles dabei war. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Lesemonat und möchte mit einem Buch beginnen, was ein Rezensionsexemplar ist. Und ich habe mich dazu entschlossen, kein Einzelvideo dazu zu machen, weil es ein Folgeband ist. Und für mich hat das einfach nicht so viel Sinn gemacht, weil ich ja nicht spoilern möchte. Ich kann da nicht so viel zu sagen und da wird dann vielleicht erst recht nicht drauf geklickt, weil es eben ein Folgeband ist. Ich habe dann überlegt, über die gesamte Reihe ein einzelnes Video zu machen, wenn ich die Reihe beendet habe und jetzt im Lesemonat darüber zu sprechen. Aber weil es eben ein Rezensionsexemplar ist, möchte ich es so ankündigen und jetzt innerhalb meines Lesemonats darüber ein bisschen sprechen. Und ja, jetzt eben auch am Anfang des Videos, weil ich das ganz fair finde. Und zwar spreche ich von der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot. Und der zweite Band heißt Die Verschwundenen vom Mondscheinpalast. Ich habe das Buch wieder zusammen ja, in meinem Buchclub gelesen, allerdings nicht mehr mit allen, sondern nur noch mit Ruth von Zwischentausend Zeilen und mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books. Und wir hatten ja auch den ersten Band zusammen gelesen in der Runde, da waren allerdings noch alle dabei und sind nicht alle so begeistert gewesen, dass sie weiterlesen wollten. Und ich wollte dieser Geschichte aber gerne noch eine Chance geben, weil ich sie einfach so besonders finde. Und ja, ebenso besonders, dass sie heraussticht aus aus dem ganzen Fantasy-Wust. Und obwohl ich schon ordentlich Kritik hatte an der Geschichte in dem ersten Band, wollte ich weiterlesen. Und ich habe teils auch dieses Buch als Hörbuch gehört, von einer Frau gesprochen. Ich bin ja sonst bei Hörbüchern eher der Fan davon, wenn Männer mir das etwas vorlesen, weil ich finde, die haben, wenn sie denn eine tiefe, schöne Stimme haben zum Vorlesen, das hat für mich irgendwie eher so einen Märchencharakter. Aber da das jetzt hier aus der Sicht eines Mädchens erzählt wird, macht es natürlich mehr Sinn, dass eine Frau das liest. Ja, und dann habe ich aber immer wieder, wenn wir uns abgesprochen haben, immer auch wieder Passagen nachgelesen, weil ich finde eben, dass man sich bei Hörbüchern nicht so gut konzentrieren kann. Beim Lesen überliest man nicht ganz so viel, wie man überhören würde. Und deswegen habe ich, um mir Notizen zu machen, auch immer wieder Passagen nachgelesen. Das war auch ganz gut. So, ja, worum geht's eigentlich? Ich werde euch erstmal erzählen, worum überhaupt die Reihe geht. Es spielt in einer Welt, wo die Erde, der Planet Erde, wie wir sie kennen, auseinandergerissen wurde. Es wird auch immer wieder der Riss genannt, wo die Erde in einzelne Teile zerstückelt wurde und jetzt nur noch so lose umeinander herumschweben, stelle ich mir so vor. Und diese verschiedenen Erdteile nennen sich Archen. Und unsere Protagonistin Ophelia kommt eben von einer so einer Arche, nämlich Anima. Und auf jeder Arche hat sich eine eigene Kultur entwickelt, eigene ja, Gesellschaften und es alles ganz unterschiedlich entwickelt. Und jede Arche bringt halt eben auch Menschen hervor, die verschiedene Fähigkeiten haben. Auf Anima haben halt Dinge, deswegen auch Anima, immer eine besondere Seele. Also die Dinge sind irgendwie lebendig, animiert, könnte man sagen. Und Ophelia hat zum einen die Gabe, Dinge zu lesen. Also wenn sie Dinge mit ihren bloßen Händen anfasst, dann kann sie die Geschichte dieser Dinge lesen. Und das ist ihre besondere Gabe. Und sie kann durch Spiegel reisen. Also von einem Ort, wo hier ein Spiegel ist, kann sie halt zu einem anderen Ort reisen, wo auch ein Spiegel hängt. So, das sind ihre Fähigkeiten. Sie ist eine sehr introvertierte Person und leitet ein Museum eben von Dingen, die sie dort gelesen hat und katalogisiert. Ja, sie
ist aber eigentlich recht zufrieden, obwohl sie so ein Sonderling ist und so außen vor ist und auch in ihrer Familie nicht so richtig reinzupassen scheint. Aber plötzlich wird ihr Schicksal ganz anders ja, über ihren Kopf hinweg entschieden, denn sie soll jemanden heiraten, der auf einer ganz anderen Arche wohnt, nämlich auf den kalten, eisigen Pol. Und ja, sie lernt ihren Verlobten kennen und ist gar nicht begeistert. Der ist ein ganz, ganz kalter, ruppiger Mensch und will mit ihr eigentlich gar nichts zu tun haben und sieht sie von oben herab an. Und ja, sie reist nun dorthin auf den Pol, in den Mondscheinpalast, in die Himmelsburg und dort herrschen Intrigen. Also Intrigen, Machtspiele und Sinnestäuschungen, denn die haben Fähigkeiten, alles, was mit ja, Sinnestäuschungen eben zu tun hat. Also Illusionen heraufbeschwören oder in die Gedanken eingreifen, all das sind deren Fähigkeiten, ja, mit Hilfe von Gedanken weh zu tun. Das ist auch so eine Fähigkeit. Naja, und sie muss dort halt eben zurechtkommen und ja, sie wird halt wie so eine Schachfigur hin und her geschoben. Und das wäre eben auch ein ziemlich großer Kritikpunkt, dass sie das alles mit sich machen hat lassen im ersten Teil. Es gibt keinen richtigen roten Faden, es gibt kein richtiges Finale. Sie nervt einfach, weil sie so introvertiert ist und nicht so auf sich rauskommt. Aber sie entwickelt sich. Es wird langsam besser. Großes Pluspunkt ist diese Weltengeschichte. Immer wieder gibt es Fragmente, wo aus einer Zeit gesprochen wird, wo es einen Gott gab und der hat wohl eben diesen Riss hervorgerufen. Und es wird einem immer nur so ein paar Brocken hingeworfen, was einen total neugierig macht. Und auch im zweiten Band wird das fortgesetzt, dass wir immer wieder Fragmente bekommen aus der Sicht einer Person, die wir noch nicht kennen, dessen Identität wir noch nicht kennen und auch immer wieder über Gott und Götter und so weiter gesprochen wird. Und ja, jede Arche hat nämlich auch einen Familiengeist, eine göttliche Figur könnte man auch sagen, die besonders groß sind, besonders mächtig, aber auch besonders mysteriös und ja, nicht menschlich wirken auf jeden Fall. Ja, und Ophelias im zweiten Band auf jeden Fall hat sich weiterentwickelt. Das finde ich sehr positiv. Sie sagt, was sie denkt. Sie versucht sich durchzusetzen. Man merkt aber immer noch, dass sie da Probleme mit hat. Und ja, manchmal möchte man sie immer noch ein bisschen schütteln, aber es ist schon authentisch, so wie es gemacht wurde, dass sie sich jetzt so langsam erst durchsetzt, aber vehement, was ich wirklich gut finde. Es gibt hier auch einen größeren roten Faden. Denn hier verschwinden auf einmal mächtige Leute in diesen Hof, in diesen Palast, auf dieser Himmelsburg. Und da Ophelia eben Dinge lesen kann und ja, so Spuren lesen kann, ist sie natürlich ein guter Kandidat dafür, herauszufinden, was da eigentlich geschieht. Und das steht hinten auf dem Klappentext, passiert allerdings erst ab der Hälfte. Und bis dahin ist immer wieder Intrigenspiel angesagt, wie schon im ersten Band. Und es hat mich schon so ermüdet im ersten Band. Und ich fand es ein bisschen schade, dass es im zweiten Band immer noch so war. Es werden immer wieder neue Figuren eingespielt, die aber immer wieder dieselben Charaktereigenschaften haben. Die sind intrigant, sie sind ja, egoistisch und nur auf ihre eigenen Machtspiele aus und versuchen, Ophelia immer wieder als Schachfigur zu benutzen. Und oh, das ist echt ermüdend gewesen. Aber endlich kommt ein roter Faden hinzu und wir lernen immer mehr über die Familiengeister, wir lernen immer mehr über Sorn, ihren Verlobten kennen, was auch ein großer Pluspunkt ist. Diese Beziehung zwischen den beiden, die aufgebaut wird, die wirklich sehr interessant, unterhaltsam und ja, irgendwie liebenswert gemacht ist und überhaupt nicht klischeehaft, überhaupt nicht kitschig, im Gegenteil, also es ist überhaupt total unromantisch und das macht es irgendwie wieder total schön und ja, man lernt diesen Eisklotz kennen und lernt ihn irgendwie schätzen und liebenswert zu finden. Wir haben hier auch ein bisschen mehr Ophelias Familie, die auch zu Besuch kommt. Auch da. Die wirkten halt alle total oberflächlich, aber nach und nach lernen wir auch die kennen und finden auch die immer
sympathischer. Also die Figuren kommen ein bisschen näher, was ich im ersten Band halt auch überhaupt nicht hatte. Besonders ihre Tante Roseline, die so ein bisschen ja, immer da war, um auf sie aufzupassen, die auch sehr spröde wirkte und sehr, ja, wie soll man das sagen? Also sie wirkte sehr konservativ und langweilig und spröde und ein bisschen spießig. Also, aber das ist sie alles gar nicht. Also schon irgendwie, aber da steckt einfach noch mehr hinter und wie die ihre Freundschaft aufbauen, ist auch schon irgendwie rührend. Also da ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu spüren, aber wir haben immer noch, wir waren uns da relativ einig, ziemliche Kritikpunkte, was ja der Handlungsaufbau angeht. Also es kam nicht so richtig in die Pötte immer wieder. Es hat sich immer wieder viel wiederholt. Es waren unglaublich viele Rätsel, die aufgebaut wurden. Man konnte sich an manche Rätsel gar nicht mehr erinnern, weil sich sie einfach auch so aufgetürmt haben und es wurde so wenig aufgelöst. Und immer wieder neue Rätsel kamen hinzu, immer wieder neue Intrigen. Und was ich halt so gehofft habe, weil ich diese Welt so spannend finde, ist, ich wollte von dieser Welt mehr sehen. Ich wollte, dass Ophelia eine Queste bekommt, eine Aufgabe bekommt und sie mal alleine rumreist, weil sie wurde immer, wie ich das schon gesagt habe, sehr passiv, wie eine Schachfigur hin und her gesetzt. Und jetzt hat sie ja so ein bisschen mal ein bisschen aufgemuckt und jetzt wollte ich auch, dass sie mal alleine unterwegs ist. Aber das war leider in diesem Band eine große Zeit lang immer noch nicht so. Das Finale fand ich echt gut. Das hat vieles rumgerissen, weil ich war eigentlich schon so in der Mitte des Buches war ich eigentlich schon so, ich glaube, ich möchte die Reihe nicht weiterlesen. Aber das Ende fand ich wirklich so gut und so überraschend tatsächlich, dass und es ist endlich zu Potte gekommen, es ist vieles passiert, es wurde was aufgelöst, dass ich mit dieser Reihe wirklich weitermachen möchte. Und ja, dass ich mich sogar darauf freue, weil jetzt etwas passiert und jetzt auch angedeutet wird, dass Ophelia tatsächlich mehrere Archen kennenlernt und mehrere Archen entdeckt und sie auch mal auf eigene Faust, sie mal losgeht und mal was entdeckt. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und dass wir endlich auch mal diesen Hof, diesen intrigenhaften Hof verlassen. Ja, das reichte mir irgendwie schon im ersten Band. Eigentlich hätte man Band 1 und 2 ganz gut zusammenfassen können, vieles kürzen können, weil der erste Band hatte im Grunde keine runde Story, war im Grunde nur die Einleitung und hatte aber kein Finale, keinen roten Faden. Da hatte der zweite schon, die hätte man gut zusammenfassen können und dann einiges kürzen können. Ja, also es gab viele Punkte, wo ich gesagt habe, boah, jetzt ist es ein bisschen zäh und man kommt nicht voran in der Story und es ist vieles einfach nur nervig. Dann gab es wieder super spannende Szenen, besonders eben diese Fragmente, wo wir immer wieder in die Vergangenheit rumspringen, so ein bisschen ums Religiöse, um Gott geht, um Götter, um die Schaffung der Erde und ja. Diese mysteriöse Figur Gott, wie die halt eben hier aufgebaut ist und diese Familiengeister, wie die eben mit Gott in Verbindung stehen und wie das überhaupt passiert ist mit den Riss, das macht's unglaublich spannend. Und zum Schluss werden halt endlich Ophelias Schicksal und diese Fragmente miteinander verbunden und das hat's für mich gut gemacht. Und deswegen kann ich dem Buch auch immerhin 3 Sterne geben. Es ist kein kompletter Flop. Ich finde die Idee dahinter und die Welt immer noch unglaublich einzigartig. Und deswegen kann ich sagen, dass Christelle Dabot vieles richtig macht. Und ich hoffe, dass diese Reihe, dass jetzt mit dem dritten Band mich die Reihe endlich packen kann und ich nicht so viel zu meckern habe, weil ich möchte diese Reihe mögen. Aber für mich ging sie immer in eine andere Richtung. Ich wollte viel mehr sehen und jetzt wiederhole ich mich. Jedenfalls vielen Dank an den Insel Verlag für das zur Verfügung stellen des Rezensionsexemplars. Und es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, mit der lieben Kali und mit der lieben Ruth sich auszutauschen. Das war immer auch sehr intensiv, der Austausch. Man konnte da auch wirklich sehr viel drüber sprechen. Wir waren uns sehr einig jetzt im zweiten Band. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, die Hörbuchsprecherin fand ich okay. Manchmal hat sie ein bisschen übertrieben die Stimmen dargestellt. Fand ich ein bisschen zu sehr verstellt. War ein bisschen drüber. Trotzdem habe ich ihr gerne zugehört
Und ja, es ist immer noch was Besonderes innerhalb der Fantasy. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon den dritten Band gelesen habt, weil der dritte ist ja jetzt gerade ganz frisch erschienen. Das finde ich ganz schön bei der Reihe. Die kommen jetzt relativ schnell hintereinander raus, weil ich glaube, im Französischen sind auch alle Bände schon erschienen. Ich glaube, es wird eine fünfteilige Reihe. Irgendwie so. Naja, gut, das war jetzt meine auch etwas chaotische Rezension zu Christelle Dabos Die Verschwundenen von Mondscheinpalast. Und ja, jetzt möchte ich zu einem Großteil des Stapels kommen. Die kann ich dann auch relativ schnell abarbeiten. Das ist auch der Grund, warum das so unglaublich schwer war, der Stapel. Und zwar hatte ich einfach so unglaublich Lust auf Harry Potter. Und jetzt ist ja im Oktober gerade der vierte Band als illustrierte Ausgabe herausgekommen. Und habe ich als Überraschungspaket von der lieben Julia vom Kanal Leseritter ja, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und Band 2 und 3 lagen ja hier auch noch ungelesen, eingeschweißt. Und dachte ich so, jetzt ist es soweit. Ich habe mir denn den ersten Band gekrallt, den ich schon mal gelesen habe in dieser illustrierten Ausgabe, aber ich wollte dann wieder von vorne anfangen und es war einfach ja, mal wieder Zeit, überhaupt Harry Potter zu lesen und dann habe ich mir, wie gesagt, die illustrierten Ausgaben genommen und habe sie weggesuchtet und einfach genossen, aus dieser ganz anderen Perspektive nochmal erleben zu dürfen. Also Band 1 und der Stein der Weisen. Dann habe ich Band 2. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und alle, also fast alle, habe ich auch von lieben Menschen geschenkt bekommen. Hier zum Beispiel von der lieben Kali. Das war umso schöner, die dann auch noch in der Hand zu halten. Und ach, es ist einfach so schön. Ich meine, alleine das Vorsatzpapier, ne? Hier das Gewächshaus. Ja, und ich habe es wirklich geschafft, vorher nie irgendwie reinzuspicken oder reinzuschauen oder in Videos mir die Illustrationen anzuschauen, sondern ich wollte sie wirklich entdecken während des Lesens. Und jedes Mal, wenn ich eine Seite umgeblättert habe, war es einfach, ja, wirklich, wirklich schön, wieder was Neues zu entdecken. Und ja, Jim Kay, der Illustrator, hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet. Richtig toll. War manchmal schon so, oh, hier ist hier gar keine Illustration. Es gibt natürlich, weil der gesamte Text drin enthalten sind, auch mal Seiten, wo kaum mal nur so eine ganz kleine Illustration oder mal keine Illustration zu sehen ist. Da ist man dann schon fast enttäuscht. Aber ja, wie sehr muss der Mann arbeiten? Also da sind schon wirklich viele Illustrationen drin. Dann natürlich der dritte Band, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Habe ich von meinen Ex-Kollegen zum Abschied geschenkt bekommen und ja, auch wunderschön. Ist ja einer meiner Lieblingsteile von Harry Potter oder ich glaube der Lieblingsteil. Auch der war wirklich unglaublich schön und jetzt gerade noch dabei. Den habe ich noch nicht beendet, deswegen ist der hier auch noch ohne Schutzumschlag. Aber ich habe hier mir den Schutzumschlag hier nebengelegt, deswegen kann ich ihn euch hier jetzt zeigen. Und zwar Harry Potter und der Feuerkelch. Und den habe ich jetzt eben ja von Julia geschenkt bekommen. Und auf den habe ich mich, glaube ich, mit am meisten gefreut, weil ich wirklich lange nicht mehr den vierten Band gelesen habe. Und weil bei den Filmen Band 1, 2 und 3 wurden sehr nah an der Geschichte verfilmt. Und die sind ja auch noch relativ dünn. Und da kann man auch noch viele Details in die Filme packen. Aber beim vierten geht es halt so richtig los, dass einige Details oder das viele Details gar nicht in die Filme gekommen sind, es gar nicht in die Filme geschafft haben und dass viele Details auch einfach nicht nur weggelassen worden sind, sondern auch verändert worden sind. Und deswegen war es mir so wichtig, das Ganze mal wieder aufzufrischen, vor allem weil das ja, ich glaube, in den normalen Roman hat es irgendwie über 700 Seiten. Deswegen ist es auch echt ein Klopper und ich bin jetzt etwas über die Hälfte gekommen. Die erste Aufgabe des Trimagischen Turnier hat Harry schon hinter sich. Ja, und es ist einfach wunderschön, da wieder drin zu schwelgen. Im vierten Band habe ich irgendwie das Gefühl, dass weniger Illustrationen drin sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, kann ich nicht,
sagen, ob das einfach nur das Gefühl ist, aber manchmal denke ich mir auch, jetzt so langsam könnte mal wieder eine Illustration kommen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt und ich freue mich, das jetzt weiterzulesen und bin wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem fünften Band, weil das ist ja der fetteste von allen und das sind ja schon so Klopper, im Grunde Mordswaffen. Dafür braucht man Waffenschein, wenn man die mit sich rumführt und der fünfte, der wird ja, muss ja so fett werden. Ich bin sehr gespannt, aber werde die mir natürlich auf jeden Fall wünschen oder ja, mir selbst schenken, sobald er erschienen ist. Und da freue ich mich wirklich auch drauf, weil auch der fünfte mit 1000, über 1000 Seiten hat natürlich, birgt natürlich so viele Details, die man wieder entdecken kann. Und ja, es wurde wirklich mal wieder Zeit für Harry Potter. Und ab jetzt, wo es ja noch nicht den fünften illustrierten Band gibt, ich möchte aber die Reihe jetzt schon dann beenden. Werde ich entweder weitermachen mit den Hörbüchern oder halt mit meinen normalen Bänden, weil so einfach in der Mitte aufhören mit Harry Potter ist auch irgendwie blöd. Ja, also das zu Harry Potter, da musste ich ja auch inhaltlich jetzt nichts zu sagen. Dann habe ich ja, weiteres Illustriertes gelesen und zwar einen Comic, einen vierteiligen Comic zu Ende gelesen. Diese beiden Schätzchen und zwar heißt die Reihe Alizig von H. Rufflet und H. Vogt. Der dritte Band heißt Frühling und der vierte Band heißt Tod und ist damit auch der Abschluss der Reihe. Ich finde einfach, die Illustrationen sind so schön farblich, satte Farben, düster natürlich, aber immer so schön abgestimmt. Ja, also wirklich ein optischer Genuss kann man auf jeden Fall sagen. Und auch die Story, die ist mit Band und Band auch tiefgründiger geworden. Es geht halt um ein Mädchen, das stirbt oder gestorben ist und auf dem Friedhof in ihrem eigenen Grab wieder aufwacht. Sie kann sich an ihr Leben und an ihren Tod auch nicht erinnern, also wie sie gestorben ist. Auf dem Friedhof wohnen auch noch andere Geister, seltsame, skurrile Gestalten, die schon lange dort ihr Dasein fristen. Als Geister können sie nicht gesehen werden von Menschen. Sie sind aber noch nicht richtig im Totenreich. Sie warten jetzt schon so lange auf ihr Urteil, ob sie nun ins Düstere, in die Unterwelt kommen oder ins Lichtreich. Da werden halt noch ihre Taten aufgewogen. Und ja, darauf warten sie. Alisig ist in der Hinsicht ja eben was Besonderes, weil sie sich nicht an ihren Tod erinnern kann. Und sie trifft auch auf einen jungen Mann, der noch lebendig ist, also ein Lebender. Er kann sie aber hören. Er ist blind, kann also eh nicht sehen, aber er kann sie hören und die beiden freunden sich an. Und er weiß natürlich nicht, dass sie tot ist. Und ja, sie fangen auch an, so eine Liebe füreinander zu entwickeln. Also es ist auch eine leichte Liebesgeschichte dabei, die ab und zu auch schon ein bisschen kitschig ist. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber es hat auch einen Crime-Aspekt, also einen Thrill-Aspekt, der schon ordentliche Spannung mit reinbringt und das Ganze auch interessanter macht, weil man eben nach und nach erfährt, warum sie gestorben ist und dass dahinter so ein kleines Rätsel steckt und irgendwie alles so ein bisschen miteinander verknüpft ist und wir lernen auch die Figuren, die auf dem Friedhof leben, näher kennen und jeder hat eben eine Geschichte. Und es hat so ein bisschen was mit Schuld zu tun, ein bisschen etwas mit, ja, weil sie halt immer noch darauf warten, ob sie jetzt halt eben schuldig gesprochen werden und dass sie schlechte Menschen sind und dann ins dunkle Reich kommen. Und alle haben irgendwie Entscheidungen gesprochen, die sie eventuell zu schlechten Menschen, Fragezeichen, macht. Und ja, irgendwie alle haben ihre kleinen Geheimnisse. Und da gibt es dann halt immer so kleine Rückblicke und es gibt auch immer wieder Aufzählungen von Regeln. Ein Handbuch für Tote und wie das alles so abzulaufen hat. Es gibt auch den Tod und nachher im letzten Band geht man halt auch in die Unterwelt und alle wollen jetzt nun wissen, was nun mit ihrem Schicksal ist und sie treffen eben auf den Tod und es gibt noch einen Twist. Also es hat mir gut gefallen. Auch das Ende hat mir gefallen und fand das auch gut, dass dann nachher nicht mehr so sehr die Liebesgeschichte im Vordergrund war. Das Einzige, was ich jetzt nicht so pralle finde, wie Alizig selbst dargestellt wurde, sie wurde immer sehr mit kurzen Klamotten und pinken Wangen und so ein bisschen wie so eine Puppe und ihre Brüste hingen dann halb immer so raus und ich weiß nicht, das hätte jetzt nicht unbedingt sein gemusst, weil die anderen wurden nicht so dargestellt.
So ein bisschen Manga-Style war es in dieser Hinsicht, aber nur bei ihr. Hätte ich nicht gebraucht, hätte die Geschichte nicht gebraucht, dass das so sexualisiert wird. Aber ansonsten kann ich die Reihe sehr empfehlen. Es wird, glaube ich, als Dark Romance Mystery Serie betitelt. Ja, kann ich empfehlen. So, dann machen wir weiter mit einem Buch, was ich euch schon rezensiert habe in einem Einzelvideo. Und zwar spreche ich von Tief im Wald von Peter Nell van Aerschot. Das ist ein Fantasy-Roman, aber auch der besonderen Art, finde ich, geht mehr so in die Mystik-Ecke. Es spielt in einem Dorf, in einem mittelalterlichen Dorf, und wir lernen Alice kennen. Alice ist 7 Jahre alt und auch eher eine Einzelgängerin. Sie hat auch ziemliche Ängste auszustehen in der Nacht. Allerdings hat sie keine Angst vor der Dunkelheit, sondern in der Nacht so eingeengt zu sein, schlafen zu müssen, in ihrem Bett gefangen zu sein. Und sie bricht schließlich aus in einer Nacht, um frei zu sein innerhalb der Nacht und ja, schleicht so ein bisschen durch die Dörfer und fühlt sich frei. Und sie trifft auf einmal auf zwei sonderbare Gestalten, zwei junge Frauen, die aber scheinbar irgendwie mit Wurzeln und Ästen verflochten sind. So zwei Waldfrauen, die sehr unheimlich anmuten, sie aber verschonen und ja, sie irgendwie ja als eine von ihnen markieren. Aber das sind tatsächlich Seelenesserinnen gewesen, die die Seelen der Erwachsenen aussaugen. Und ja, sie saugen tatsächlich den gesamten Erwachsenen die Seele aus. Und es bleiben in diesem Dorf nur noch die Kinder übrig, genauso wie eben auch Alice. Und ja, es wird irgendwann ein Händler, ein fahrender Händler vorbeikommen, die Alice aufsammelt, aber auch die ganzen anderen Kinder und eben ins Nachbardorf gebracht, ins Schafsdorf. Und dort dürfen sie erstmal unterkommen, aber ja, als Gegenleistung, dass sie nun dort ein neues Zuhause bekommen, müssen sie Wache stehen. Sie ja, müssen aufpassen, dass dann, ja, dem Schafsdorf nicht dasselbe passiert. Und es wird eine Mauer rings um das Dorf gebaut und die Kinder müssen patrouillieren, wirklich auch kleine Kinder, eben ab 7, 6 Jahren bis hoch bis zu 15 Jahre müssen sie alle entweder außerhalb die Schafe hüten oder eben auf der Mauer patrouillieren. Und tagsüber haben sie kein Leben, weil sie dort schlafen. Und ja, nun haben sie da auch kein richtiges Zuhause gefunden, kein richtiges, liebevolles Zuhause, denn sie werden auch für alles schuldig gemacht. Wenn Kinder verschwinden, dann sagen sie, sie haben sich dem Bösen angeschlossen, sie haben sich den Seelenesserinnen angeschlossen. Und ja, die Seelenesser werden ja vom Biest beauftragt. Ist es das Biest oder? Ja, das Biest beauftragt. Das abgrundtief Böse. Die Schafsdörfler sind auch total sehr, sehr extrem religiös. Und deswegen, ja, Gut und Böse ist bei denen ein großes Thema. Und diese Kinder vom fremden Dorf werden halt eben für alles, ja, wird für ihn alles schuldig, wird für ihn, sie sind halt an allem schuld. So. Und Alice schwört sich, dass sie irgendwann dieses Dorf verlassen wird und sie sich den fahrenden Händlern anschließen wird am See, was sie früher schon wollte, aber ihr wurde keine Wahl gelassen. Sie hat immerhin noch Glück gehabt, dass sie bei zwei ja, ihren Pflegeeltern untergekommen ist, die ihr gut gesinnt sind und ihre Mutter oder ihre neue Pflegemutter ist eine Kräuterfrau, eine Heilerin. Die einfach ihre Andersartigkeit erkennt und ebenfalls eine Andersartigkeit an sich hat. Ja, das Ding ist halt, dass Alice sich schuldig fühlt, dass sie diesen Frauen über den Weg gelaufen ist und dass sie sie nicht aufhalten konnte und dass sie außerdem irgendwie eine Verbundenheit zu diesen Frauen gespürt hat, zu diesen Wesen. Und immer es sie immer wieder in den Wald hinauszieht und sie merkt, dass sie irgendwie eine Ähnlichkeit aufweist und ja, da fragt sie sich eben, ob sie vielleicht schuldig ist. Und darum geht es halt auch wirklich viel in diesem Buch. Wer ist schuld, wer ist gut, was ist gut? Es geht auch viel um Selbstfindung. Und ja, nachher muss sie halt selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und man
lernt sie halt kennen, als sie 6 Jahre ist, nee, 7 Jahre alt ist, aber es gibt immer mal wieder Zeitsprünge, was mir zunächst nicht so gut gefallen hat, aber es gehört halt eben so zu der Geschichte hinzu, dass sie sich entwickelt und dass sie irgendwann auch erwachsen wird und ja, dann ihre eigenen ja, Entscheidung trifft. Es kommt nachher auch zu einigen Ereignissen, die ihr Leben auch noch mal total über den Kopf wirft, und das möchte ich jetzt hier aber nicht verraten. Es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte, aber sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll. Auch das Setting hat mir gut gefallen, eben der Wald und auch das Religiöse. Es hat schon was religionskritisches, finde ich. Eben, es hat manchmal auch was von Hexenverfolgung gehabt, also gerade weil diese Kinder und alles, was mit Magie zu tun hat, mit dem Biest und mit den Seelenesserinnen und mit Heilen und so weiter zu tun hat, sind diese Dorfbewohner total ja, skeptisch gegenüber. Und ja, nachher wird Alice auch so ein bisschen der Hexerei beschuldigt. Und ja, es teilweise sehr, sehr düstere und unheimliche Szenen auch sind, ja, wo ihr so ein Knebelhelm aufgesetzt wird, wo sie so ein ja, Dorn, so ein Metalldorn in den Mund geschoben wird, damit sie nicht sprechen kann, nicht keine Zauberformeln aufsagen kann, was weiß ich. Und so ein ja, Helm hat mich so ein bisschen an den Mann mit der eisernen Maske erinnert, aber halt eben auch an die ganze Hexenverfolgungssache. Ja, aber das Ganze hat irgendwie auch was Philosophisches gehabt, durch diese Selbstfindung und durch diese Schuldfrage: Wer bin ich eigentlich? Wenn ich diese Gedanken habe, bin ich denn ein böser Mensch? Was sind böse Menschen? Und gibt es diese Kategorisierung überhaupt? Und was ich vergessen habe, in der Rezension zu erzählen, ist, dass dieses Buch tatsächlich verfilmt werden soll. Und ich glaube sogar als Netflix-Serie auf, ja, als Serie auf Netflix kommt. Nee, Amazon. Amazon, möchte Tief im Wald verfilmen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirkt, weil es eben nicht unbedingt actionreich ist. Aber ich glaube, da kann man ganz schöne Bilder draus machen. Ich muss nicht immer jedes Buch verfilmt haben, deswegen ja. Aber ich bin trotzdem gespannt und möchte natürlich schon gerne wissen, wie das umgesetzt wird. Aber es kann immer so vieles kaputt gemacht werden. So, ein weiteres Buch habe ich hier noch liegen, was ich ebenfalls schon rezensiert habe, und zwar ist es Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Ein abenteuerlicher, eisiger, schockierender, psychologischer Roman. Es geht um ein Pärchen, das ja, ihr Leben langweilig findet, in der Beziehung kriselt ist, und sie beschließen, ein Sabbatjahr zu machen und ja, die Welt zu besegeln. Sie kaufen sich ein Segelboot und das klappt auch alles ganz gut, bis sie irgendwann auf einer Insel stranden, ja, das unter Naturschutz steht und eigentlich nicht besegelt oder ja, betreten werden darf. Das Wetter schlägt um und sie hängen auf einmal auf dieser Insel fest. Sie müssen in einer alten Walfangstation Schutz suchen, und nächsten Tag merken sie, dass ihr Boot verschwunden ist aus der Bucht, und ab da geht es halt ums nackte Überleben, um ja, Hunger und um Schutz vor der Kälte, aber auch eben die Beziehung zueinander wird sehr, sehr beleuchtet. In manchen Situationen sind sie untrennbar, in manchen Situationen wachsen sie zusammen, in anderen gleiten sie so weit auseinander, und ja. Es geht um Schuldzuweisungen, wer trifft die richtigen Entscheidungen. Sie müssen sich durchorganisieren. Also es geht um abenteuerliche Sachen, aber auch um schockierende Szenen, wie sie sich eben ihr Essen beschaffen. Und ja, wie das Ganze ausgeht, möchte ich nicht erzählen. Das Ganze ist aufgeteilt in dort und hier. Dort ist eben auf der Insel und hier dann in der Gesellschaft, wie die Gesellschaft, also innerhalb der Zivilisation, wie die Zivilisation, die Gesellschaft dieses Abenteuer, wenn sie davon erfährt, wie sie das aufnimmt, und ist ebenfalls gesellschaftskritisch, sehr psychologisch, wie ich schon gesagt habe, und einfach schockierend, aber auch sehr unterhaltsam und abenteuerlich, wie ich das schon erwähnt habe. Also schaut in die Rezension rein, da spreche ich natürlich ein bisschen intensiver darüber. Und was ich auch eben so interessant finde, und man, ja, überlegt das Ganze, ist das moralisch vertretbar? Wie würde ich handeln? Und diese Frage schwebt die ganze Zeit in dem Kopf: Wie würde ich mich verhalten? Aber man kann das nicht beantworten, weil in Extremsituationen handelt man einfach ganz anders, und auch diese Person
die hier beschrieben wird, die würden zwar vielleicht vorher auch ganz anders darüber sprechen. Und wenn man dann in so eine Situation gerät, dann ist man einfach out of order und da ist dann einfach nur ja der Überlebenswille an der Tagesordnung und nichts anderes. Und ja, das macht es aber ja einfach so interessant, dieses Buch. Ja, vielleicht auch das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, über das man viel diskutieren kann. Und das werden wir dann halt auch im Januar machen, wo wir dann einen Livestream haben werden, zusammen mit Melanie, Steffi vom Kanal Seitengeist und auch die liebe Jenny vom Jennys Lesestoff. Werden dieses Buch dann gelesen haben, alle, und werden darüber sprechen, werden auch einen Spoiler-Teil machen, auch übers Ende sprechen, weil das konnte ich in der Rezension ja nicht. Und da freue ich mich drauf, weil da gibt es einfach echt viel Diskussionsbedarf. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch dabei sein möchtet, ob ihr dieses Buch nun gelesen habt oder nicht. Vielleicht interessiert es euch und es würde mich sehr freuen. Ja, weil da ist viel Stoff drin in diesen 250 Seiten. Ich bin nicht kritikfrei, was dieses Buch angeht. Also ich habe da auch einiges an Kritik. Wenn ihr das sehen möchtet, dann schaltet mal in die Rezension ein oder eben halt in den Livestream im Januar. So, hier ist ja doch noch ein kleines Büchlein untergeschlupft. Das ist mir fast durch die Lappen gegangen. Gerade erst beendet, und zwar als Hörbuch. Ein Weihnachtsbuch. Alle unter eine Tanne von Lo Malinke, ein Weihnachtsroman. Im Grunde ist das eher eine Familienkomödie, ein Familiendrama, was eben an Weihnachten hauptsächlich spielt, aber so einen richtigen Weihnachtsroman gibt den vielleicht unbedingt nicht ab. Naja, es geht halt um eine Familie, es geht um die beiden Eheleute Robert und Elli, die sich nicht mehr lieben. Sie haben sich auseinandergelebt und das festgestellt vor 3 Jahren. Beide hatten eine Affäre fast gleichzeitig und sie haben sich getrennt. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seinen eigenen neuen Partner. Aber sie machen jedes Mal, wenn die Familie zu Besuch kommt, immer wieder ein Theater draus, denn sie haben das denen noch nicht erzählt, obwohl sie schon 3 Jahre ja, sich getrennt haben. Tun sie immer noch auf Friede, Freude, Eierkuchen. Robert zieht immer wieder zu Elli zurück ins Haus und ja, ihr Partner muss ausziehen und das gefällt den Partner natürlich überhaupt nicht. Auch die Kinder lernen wir kennen. Da ist zum Beispiel Leonie, dann Susanna und Tobias, das sind die Kinder und natürlich ihre Familien dazu, ihre Eheleute oder ihre Freunde. Und jeder hat ein Geheimnis und jeder hat irgendwie ja, sein Dreck an Stecken. Und es geht eben ums Anlügen, ja, um die Familie und ob es besser macht, sich anzulügen. Man möchte das verneinen und genau das ist hier auch irgendwie der Fall, wo man sagt, das regt mich ein bisschen auf, man würde alle gerne ein bisschen schütteln, weil das geht halt die ganze Zeit darum. Es ist natürlich unter anderem auch komisch und hat Situationskomik und es ist dann sehr turbulent, weil dann fast wieder ein Geheimnis gelüftet wird und sie ist dann gerade noch irgendwie mit irgendwelchen haarsträubenden Lügen irgendwie durchbringen wollen und sich gegeneinander beschuldigen und das Ganze natürlich in einer Katastrophe gipfelt und zum Schluss ist dann nachher natürlich auch eine Versöhnung mit drin. Also das hat es dann wieder schon schön gemacht und also ich musste zwischendurch schmunzeln. Es war so eine typische Familienkomödie, aber hatte auch viel Dramatisches. Zu Anfang fand ich das tatsächlich sogar ein bisschen deprimierend, weil irgendwie alle nur am Meckern waren und alle hatten es ja so schlecht und ja, und ja, besonders Elli als Figur ging mir so richtig auf den Keks, weil sie immer vorgeschoben hat, dass sie nur an ihre Familie denkt, aber dieses Theater aufrecht erhält und gar nicht an die Gefühle aller anderen, an ihr Partner, an ihren ehemaligen Mann, an ihre Familie eigentlich wirklich denkt. Und sie vieles einfach total verdrängt. Und ja, das hat mich unglaublich genervt.
Zwischendurch immer wieder unterhalten, aber insgesamt kann ich jetzt nicht sagen, dass das ein Highlight für mich wäre. Es wurde auch tatsächlich verfilmt. Ich habe es jetzt nur mal so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Es ist, glaube ich, sehr dicht an den Text dran. Deswegen reicht mir, glaube ich, hier die Geschichte. Es ist eine deutsche Verfilmung und auch, glaube ich, ein deutsches Buch. Gelesen ist das Ganze vom Autoren selbst, von Loma Linke. Und ja, insgesamt sind mir nachher dann doch die Figuren irgendwie ans Herz gewachsen, obwohl es mich zu Anfang so ein bisschen deprimiert hat und ein bisschen genervt hat und ja, ich öfter mal die Augen verdrehen musste. Aber zum Schluss fand ich das Ende dann doch ganz versöhnlich und doch ganz schön. Und wie gesagt, manche Momente waren dann doch zum Schmunzeln. Also ein völliger Flop war es nicht. Aber ich würde halt auch nicht sagen, dass es ein typisches Weihnachtsbuch ist, sondern eher irgendwie Familienkomödie, Tragödie. So. Obwohl Tragödie ist, klingt wieder zu traurig. Es ist eher so ein Familiendrama. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, das war mein Lesemonat. Heute, ich habe vorhin schon meine Neuzugänge gedreht. Auch die waren irgendwie chaotisch, aber ihr müsst damit jetzt irgendwie klarkommen. Ich habe keine Lust, das Ganze nochmal zu drehen. Und hoffe, das nächste Mal ja, finde ich schneller die Worte, die ich suche, um das Ganze gut zu formulieren. Naja, ich höre jetzt auf. Also ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Video und ja, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.